Also ich finde wirklich dieses Eck hier, was so ein bisschen schräg nach unten geht, Wind und Wetter und dann noch irgendeine große Bebauung, die hier so ganz einsam und verlassen steht. Ah, oh, dieser wunderbare Ausblick. Das sieht so schön aus. Könnte man fast die Monster vergessen. So, was haben wir denn? Das, ja, die Art von Wetter, die jetzt gerade ist, die passiert meistens nur dann, wenn es, ja, wie gesagt, noch Sonne scheint und dann aber ein Gewitter aufzieht. Was so selten ist eigentlich. Ein Tagesgewitter. Alles verdunkelt sich und dann hat man so einen super schönen Kontrast. Und das sieht einfach nur sauber aus. Na gut. Oh, du bist zurück. So, deine Gabe, erzähl mir davon, hatten wir schon. Ich bringe dir, was du haben wolltest. Danke. Jetzt einen Moment. Und die hat sich die Haare zugebunden und guckt genauso durch wie vorher. Na, was macht er? Hat er sich das jetzt hier reingeraucht oder einen Tee gemacht oder? Was macht er damit? Der hockt sich natürlich hin, genau. Bei Wind und Wetter wird meditiert. Ich sehe einen Wolf, der auf einen einzelnen Turm zuhält. Im Schneesturm. Mhm. Er folgt der Schwalbe. Aber die Schwalbe hört nicht auf das Heulen des Wolfs. Sie fliegt immer höher, weil sie weiß, dass es ihr letzter Flug ist. Wer ist die Schwalbe? Stuart Esse. So wird es sein. Haltet Ausschau nach den Zeichen. Die Welt wird in Frost ersterben und wird mitsamt einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Aus dem älteren Blute heraus wird sie wiedergeboren, aus dem Hen ich her, dem ausgesäten Samenkorn. Idlinnes Prophezeiung. Lass mich. Geh. Geh jetzt. Das ist aber trotzdem noch nicht so sehr genau. So, Wahrheitchen in den Sternen. Aber abgelevelt sind wir noch nie, oder? Komm schon. 50, klar. Jetzt brauchen wir bestimmt... ich dachte, wir wären jetzt schon bei 400 und... Und ich habe mich schon gefreut. Moment. Ja, die Bücher wollten wir ja noch lesen. Klar. Fuck, natürlich sind das übelste Mehrzahler. Kratzt den Schmalz aus einem Hundeohr, tränkt Baumwollzwirn damit, steckt den Zwirn in eine Lampe von grünlicher Färbung und stellt diese inmitten einer erwartungsvollen Meute auf. Sie soll schwören, dass sie einen Hundekopf sieht und dies keine Zauberei ist, sondern gute Kunde. Was soll der Scheiß? Auf der Hochzeit des Prinzen von Elander versteckte sich ein schäbiger Gnom mit einem kleinen Entermesser bewaffnet in einer Torte. Gerade als sich die Gäste am Festbankett gütlich tun wollten, hüpfte der Gnom aus der Torte und jagte den Umstehenden einen höllischen Schrecken ein, der sich jedoch alsbald in Belustigung verwandelte, da man das als Scherzes, ne? Da man des Scherzes gewahr wurde. So. Ein Cynocephalus oder ein Cynocephalus oder Hundekopf, wie wir ihn in unserer Sprache sagen, eine Bestie aus den Ebenen von Zangueba, hat den Körper eines Menschen, aber den Kopf eines Hundes. Der Prinz von Elander erhielt ein ebensolches Exemplar aus jenen fernen Ländern. Der Cynocephalus muss einmal die Stunde Wasser lassen, Tag und Nacht, weshalb die Zangueba sein Ebenbild auf Uhren und Kompasse gravieren. Ah, das ist gut. Ach du Scheiße, ich reg mich über so wenig Text auf. Au, oh, ja, die Wunder Sirikaniens. Auf meinen vielen Reisen habe ich unzählige außergewöhnliche Orte gesehen, die urtümliche Wildnis und Brokilon mit ihren Bäumen, die so hoch sind, dass die Wipfel in den Wolken verschwinden, Zwergenhöhlen, die tief in Mahakam Gebirgsmassiv lagern und deren Wände mit reinem Gold überzogen waren, den Eispalast von Pont Vanis mit seinen mit Eisblumen verzierten Fenstern. Doch in der Tat beeindruckte mich kein Ort so sehr wie das zu Recht berüchtigte Sirikanien.
Allerdings fürchtete ich, dass ich das Ödnisgebirge überquerte. Ach, als ich das Ödnisgebirge... Was ist das bitte für ein Wort? Als ich das Ödnisgebirge... Und dann noch bei Hexen sprechen, das ist echt schlimm. Gebirge überquerte, auf der anderen Seite eine Enttäuschung zu erleben. Ich hatte viele fantastische Geschichten über Sirikanien gehört, über die Sandflächen, ohne Pfade, von der Sonne weiß geblichen, die goldschuppigen Drachen, die ihre Nester inmitten der Dünen bauen, die buckeligen Pferde, die wochenlang ohne einen Schluck Wasser, als Deutsch Kamele, Wasser überleben. Doch nichts von allem schien mir möglich zu sein. Ich war sicher, dass diese Sensation lediglich der überschwängliche Vorstellungskraft eines Baden entsprungen war. Ich weiß, werter Leser, dass dies unglaublichen Erzählungen kaum zu glauben sind, denn mir erging es ebenso, aber sie sind alle wahr. Nicht nur das. Während der vielen Monate, die ich auf Reisen war, sah ich Wunder, die alle bisherigen Reiseberichte noch übertrafen. Ich sah Tempel, die zur Anbetung der Drachen errichtet worden waren. Ich vernahm ihre Stimme, die fast menschlich klingt, aber von tausenden Echos widerhallte. Ich traf auf Kriegerinnen, die mit Leopardenfell bekleidet und von Kopf bis Fuß tätowiert waren und ebenso gut wie die Hexer mit der Klinge umgehen konnten. Ich sah Magier, die ihre Kräfte aus dem Feuer schöpften. Ich sah scheinbar harmlose Fliegen, deren Biss einen Mann in einen tiefen Schlaf versetzen konnte, aus dem er niemals erwachte, außer um zu sterben. Kurz gesagt, Sirikanien ist ein Land, in dem das Fantastische normal und das Unmögliche alltäglich ist. Ja, ist doch ziemlich cool. Tagebuch von Dolores Rickora. Dritter Fane, ohne Jahre. Keine Ahnung, was Fane überhaupt bedeutet, entweder so eine Art Februar oder Jahr, oder keine Ahnung. Die heißen Sommertage. Es sind dieses Jahr früher als gewöhnlich gekommen. Humbert ist unerträglich. Er wird wütend, wenn ich die Milchmädchen zum Fluss begleite. Er sagt, ich dürfe mich nicht mit den Bediensteten anfreunden. Aber was ihn wirklich verärgert, ist, wenn ich mit Jan und Fred spreche. Wo sind wir denn hier? Fred und George? Nee. Er behauptet, dass eine Dame von gutem Stand sich nicht mit Männern von niedrigerem Stand abgeben soll. Dies würde seine rechtmäßigen Autoritäten ihnen gegenüber untergraben. Vielleicht wird er erträglicher, wenn die Sommerhitze vorbei ist. 20. Fane. Die Langeweile macht mir immer mehr zu schaffen. Ich liebe meinen Bruder und bin froh, dass wir das Anwesen nach dem Tod unserer Eltern nicht verkauft haben. Aber manchmal träume ich davon, wie es wäre, woanders zu leben mit anderen Leuten. 43. Fane. Ist eigentlich Fane, aber ja, Fane. Wir haben einen Gast. Er ist der Sohn eines Grafen, irgendwo in der Nähe von Gorswelen. Eine Jagd brachte ihn in unser Gebirge und er bat um Unterkunft. Oh, was für eine Freude. Endlich passiert was. 15. Lammers. Die Zeit ist gekommen, es zuzugeben. Ich liebe Roderick und ich habe das Gefühl, dass er mich auch liebt. Hoffentlich freut sich Humbert darüber. 18. Lammers. Ich habe Humbert von Roderick und mir erzählt. Er wurde sehr wütend. Er sagte, diese Partie stünde außer Frage. Vielleicht kann ich ihn vom Gegenteil überzeugen. 21. Lammers. Humbert bleibt unerbittlich, aber ich werde die Liebe meines Lebens wegen ihm nicht aufgeben. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich werde mit Roderick fortlaufen. Oh, so romantisch, so bescheuert. So. Wir holen uns die Fragezeichen, die vor uns nicht weglaufen können, denn wir haben den Seher auf unserer Seite. Denn ich gehe bei Gewitter und ja, Blitz raus ins Gebirge. Ich mache mir einen Spaß daraus und habe sogar noch Metall an. Und bis jetzt wurde Geralt überhaupt noch nicht vom Blitz erwischt. Das wäre übelst lustig. Wenn Geralt vom Blitz zu so... 21er Wyvern. Wir hatten schon Probleme mit den 22ern. Sind zwar machbar, tötbar, passt alles.
Ach, wobei eigentlich kommen hier. Wyvern kriegt man ganz gut hin. Es sind halt zwei. Das macht das Ganze ein bisschen. So, jetzt haben wir uns schon mal auf unsere. Auf uns aufmerksam gemacht. Jetzt müsste der doch. Wenn wir mal auf uns losgehen. Hier, ich will den rechten. So, na komm schon. Jetzt haben wir ihn. Moment. Moment. Ich habe mir das nicht ganz überlegt. Oder? Habe ich es mir doch überlegt. Okay. Okay, das funktioniert nicht so ganz. Oha. Okay, wir machen das jetzt erstmal mit einem Zapper. Der den Gegner ein bisschen bei Laune hält. So, dann werden wir ein Quenchschild reinhauen, Wolfsleber fressen. Dann werden wir ganz normal immer wieder weiter den Irrenzauber auf den Boden setzen, bis der Gegner tot umfällt. Das ist der Plan. Blöderweise kann ich nirgendwo runterschubsen. Das wäre lustig. Klappt aber leider nicht so ganz. Ich mache aber echt wenig Schaden. Ach ja, klar, ich könnte ja ein bisschen. Dings runterrücken. Oh, kacke. Ja. Wo haben wir es? Igni. Oh ja, Igni funktioniert super bei dem. So, dann kommt er bestimmt gleich auf mich zugerannt. Oh, nein. Nicht so am Hang. Niemals am Hang kämpfen. Das ist kreuzgefährlich. Na, kommt er jetzt mal runter hier? So, und nochmal, weil es so schön war. Ich fass es nicht. Ich kann wirklich gegen Wyvern kämpfen. Das ist echt faszinierend. Wow. Und dann habe ich blöderweise noch einen Wyvern Stufe 21, den ich besiegen muss. Weil ich den nicht besiegen muss. Ich gehe davon aus, dass ich das trotzdem noch schaffe. Es sieht zwar ziemlich gut aus für mich mittlerweile. So, aber man weiß ja nie. Uha, wieder zurück. Na komm schon ran hier. Er brennt. Wunderbar. Au, kacke. Er darf nicht auf die Idee kommen, dass er mich doch angreifen könnte und dass er stärker ist als ich. Eventuell noch ein Quenchschild rein. Ja, da muss man sogar gar nicht mehr so viel machen, wenn die fliegen und man hat einen Quen noch zusätzlich bei. Ja, mehr als die Hälfte. Oh, oh, nicht gut. So, wir brauchen wieder ein neues Urban. Er wird wieder seine Dings ziehen. Wir machen einen Quen, freuen uns. Und geht seine Rüstung wieder down. Ja, komm doch mal ran jetzt. Ja, der macht seinen Namen Witcher wirklich alle Ehre. Mich wundert ist, dass ich das Vieh wirklich so gut angreifen kann. Oh, kacke. Jetzt habe ich Quen nicht mehr aktiv, oder was? So, jetzt brauche ich aber einen Irden trotzdem. Nein! Ja, das Ding ist an mir vorbeigesprungen, ey. Das gibt's einfach nicht, ne? Dann so ein. Ich hätte einfach weiter die Taktik machen müssen. Nee, man musste ja unbedingt vergessen, diese Irdenfallen auf den Boden zu setzen. Oh, riecht mich das jetzt auf, ey. Aber ich kann die besiegen, das weiß ich. Das schaffe ich auch noch.
Aber diesmal machen wir es ein bisschen sanft. Wir werden vielleicht vorher noch ein bisschen meditieren. Ich weiß gar nicht, ob ich die Tränke schon fertig hatte. Sind sie schon, Vieren? So, wo haben wir denn mal meditieren hier? Ein Stündchen meditieren. Es ist alles wieder voll. Wir freuen uns. Ja, nein. Jetzt. Meditieren hat irgendwie gerade nicht ganz funktioniert wieder. So, wir müssen. Verdammt, bist du hässlich. So, wunderbar. Versuch Nummer 2. Ja, wo ist das Irden? Ist hier. Das Vieh kommt im Sturzflug an. Quen können wir vorher mal noch aktivieren. Und jetzt geht's los. Viermal schlagen. Und wieder mal. Oh, Junge, Junge. Okay, Zeit für den Irden. Sehr schön. Gibt's doch nicht jetzt. Komm, mach das Quen rein. Jetzt kommt auch noch ein Wolf. Ich fass es nicht. Sag mal, wo kommen denn jedes Mal diese blöden Biester her? Wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Wolf aus dem Nichts und geht einem auf den Pisser. Oha, das ging nach hinten. So, Zeit für ein Quenchschild. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ah, jetzt ist der Schild blöderweise weg. Jetzt haben wir schon mal ein gutes Drittel. War nicht mal so verkehrt. Alles in bester Ordnung. Kann es sein, dass die Adrenalinpunkte die Ausdauergeneration erhöhen? Ich würde fast denken, ja. Das würde auch logisch sein, weshalb ich hier jedes Mal volle Ausdauer habe. Einen anderen Grund würde das hier nämlich nicht ganz so erklären. Ach komm hier, wenn. Ah, jetzt bin ich wunderbar ausgewichen. Ne? Scheiße. Nicht übermütig werden. Das ist der Grund, weshalb sehr viele Witcher schon das Leben lassen mussten. So, Zeit auf den Irden. Ah, komm schon. Zwei Drittel kriegt man doch jetzt hin. Sehr schickes Ding. Noch ein Irden, weil sie schön waren. Ich kann leider seine Flügel oder sowas. Ach du meine Fresse. Ja, ich kann leider die Flügel von dem nicht angreifen. Das wäre echt ziemlich cool. Oh, Moment, eigentlich ein Irden. So. Ja, gar nicht erst auf die Idee kommt, hier mich anzugreifen. Ah, gibt's denn das? Krieg ich den jetzt mal tot hier? Soll mal rankommen auf den Meter. 2, 3. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die. Ja, trotz all der Genauigkeit nicht so ganz immer dann treffen, wenn sie hätten sollen, und dann treffen, wenn sie hätten nicht sollen. Oh, Kacke. Hat funktioniert. Okay, mein Quenchschild ist noch aktiv. Sehr schick. Na komm, baller ihn um. Weil jetzt zieht er wieder Feuer. Kann sein, dass mein Irdenzauber den brennen lässt. Das wäre cool. Okay, das war nicht cool. Sollte Schaden machen. Oh ja, klar, jetzt wirft das auch noch. Jetzt wirft das irgendwelche Sachen. Nicht cool.
So, Zeit für Irden. Ach man, kommt das Vieh jetzt mal wieder runter. Gibt's nicht. Also der Kampf dauert echt lange. Vor allem, was das letzte bisschen Leben angeht. Ich dachte echt nicht, dass die so hartnäckig sind. So, bis hier waren. Na, also. Aber außerdem kann ich ihn wohl nicht, oder was? Dort, wo ich ihn kaputt gehauen habe, dort liegt auch dann das Ausnehmbare. Die Ausnehmbare. So, einmal Quen, weil es so schön war. Ja, was ist los? Ah, sehr schön. Der zweite Wyvern. Der Wyvern-Töter. Na, komm ruhig rennen. Ich mach eh jedes Mal wieder ein neues Irden. Sehr, sehr praktisch. Ein schönes Grenschild. Das wäre mal toll zu wissen, wie lange dieser Grenschild hält. Irgendeine Sekundenanzahl oder so. Oder irgendwas Visuelles, was die Übergang oder was den Übergang der Stärke in Sekunden deutlich macht. Jetzt ist das Vieh hier reingerannt. Na geil. Na, Moment, wenn es hier gar nicht mehr rauskommt. Auch ganz praktisch. Wenn es nicht mehr fliegen wird, sehr schön. Na, komm ruhig raus. Ah, der Schaden war eher zu hoch, ne? Ist eigentlich ein Wyvernöl, was ich hier aufpacken kann. Ich glaube fast, es gibt keins. Das ist alles nur eine Illusion. 3, 2, 1. Ja, klar, mach den Schild kaputt. Hälfte haben wir schon mal. Oh, kacke, ich häng fest. Okay, ich häng mich fest. So, du blöder Wyvern, komm ran hier. Ich hab zu wenig Ausdauer. Allerdings ist das übelst viel Schaden, was das Teil frisst. Oh, kacke. Hab ich? Ja, okay. Das Huschen sieht man vor allen Dingen auch nicht permanent. Das ist... Ja, immer wie die Uhr, tickt halt ab und zu. Wir haben es. Wir haben zwei Wyvern besiegt. Ein Drakoniden-Nest. Ich muss es zerstören. Ich muss die Nester zerstören. Ja, na dann, du schaffst das, Geralt. Du schaffst. Wehe, jetzt kommt noch einer. Ein Drakoniden-Nest. Ich angeflogen. Muss es zerstören. Das war jetzt echt tragisch. So, sonst gibt es ja aber keine Schätze oder so. Hm? Nö. Was denn jetzt? Nein. Boah, fuck, hat mich das Vieh erschreckt. Königlicher Wyvern, ich Glückspilz. Ja, du Glückspilz. Blöder, verschissener Glückspilz. Nein, oh Gott. Okay, wie machen wir das? Ah, ich kann natürlich auch nicht speichern. Jetzt muss ich den bekloppten Königswyvern kaputt hauen. Ich weiß noch nicht mal, welches Level das ist. Könnte natürlich auch sein, dass der... Ja, okay, alles machbar. Sehr schön. Es wirkt, der ist sogar fast schneller tot als die ganz normalen Wyvern, ne? Kann man sich doch nicht... Nee, also komm. Da kommt so ein Königswyvern an. Und was machen wir? Machen einfach weiter wie vorher.
Ja, vielleicht sollten wir hier vielleicht noch ein schönes Schild reinmachen, bevor wir hier jedes Mal weitermachen. So, schönes Ding. Zeit für noch einen Hürden. Und da kommt angerannt. Uha. Und ein bisschen Quen. Na. Ja, du kannst mir nichts anhaben. Ich bin immer noch ziemlich gut drauf. So, und ein Quen-Schild, was so schön war. Okay, dafür eine Irrenrune reicht es ja leider nicht. 3, 2, 1. Aber dafür langst du. Oh, zieh doch ruhig deine Kurven. 3, 2, 1. Ach, wieso immer das Quen-Schild? Wieso nur? Hupala. Ja, du kriegst Schaden einfach so ins Gesicht. Wir sollten immer schön dort kämpfen, wo der Öden auf dem Boden liegt. Na, komm schon, Öden. Du schaffst das. Ja, geil, ne? Wenn der Schwanz sieht, nicht so ganz funktioniert. Kacke. Na, komm ruhig ran. Oh ja, geil. Also Crits sind sehr, sehr schwierig vom Gegner abzuhalten. Genauso sollte ich aber trotzdem nicht zu selbst überzeugt auf den losgehen. Nicht, dass der mich jetzt noch besiegt und ich habe nämlich keine Lust, die langen Kämpfe immer und immer wieder anzufangen. Zerrt mir nicht echt an die Nerven. Ja, du kannst ruhig so lange hier rumprobieren, wie du willst. Du kriegst den Geralt nicht tot. Okay, vielleicht doch. Hehe, vielleicht doch nicht. So, jetzt aber. Okay, das war jetzt blöd. Oh, kack. Sachte. Nicht überschätzen. Man sollte sich immer mal ein bisschen wieder zurückhalten, ne? Nur weil das Vieh kurz vorm Abnibbeln ist, heißt es nicht, dass es einen trotzdem zwei Schlägen kaputt haut. Immer schön im Stunlock bewahren. Na komm. Und die regelmäßigen Blitze verhindern auch, dass der auf mich losgeht. Das ist echt praktisch. So, jetzt aber. Nein, scheiße. Er hat Feuer gefangen. So ein ganz leichtes Feuer. Jetzt aber ein richtiges Feuer. Jetzt können wir ein bisschen hier. Nee, können wir vielleicht doch. Okay, erst das Quenchel und dann der Irden. Vielleicht nochmal. Ich fass es nicht. Wir haben es besiegt. Der ist ja riesig. Wie heißt er nochmal? Königswüvern. Königlicher Wüvern. So groß werden sie sonst nicht. Hat wohl viel gefressen. Von den Reisenden auf dieser Straße. Hat unseren Wagen umgeworfen und uns dann in die Höhle getrieben. Wir sind gelaufen wie die Hasen, haben unterwegs fast die Beine verloren. Ja. Wie nennt man dich, Meister? Geralt. Geralt von Riva. Geralt von Riva. Das ist doch mal eine Erzählung wert. Nicht nur das, vielleicht mal auch ein bisschen... Naja, wir haben es ja auch ohne Auftrag gemacht. Wir haben es ja... Boah, Nettigkeit. Dumm die Gildei gemacht. So, und wo war jetzt dieser blöde König? Wie waren kaputt gegangen? Ah, das Wyvern-Muttergehen hatten wir ja schon.
So, das ist jetzt aber nicht das, was ich hier gucken wollte. Wyvern untergehen. Waldschrat. Da gehen, kriegen, Gra, Alko, Hest und so weiter und so fort und so weiter und so. Da gibt's nichts. Schade. Und wir sind zum Glück abgelevelt endlich. Zeit für noch einen Punkt. Einen Punkt bei der Rüstungskaputtmachung schlechthin. Das, ich glaube, der hat uns sehr, sehr gute Dienste geleistet, dieser Spruch hier. Aber bei Schaden durch die Igni schwächt auch den gegnerischen Rüstungswert dauerhaft. Ne? Also schön. Der Effekt steigert mit der Zeichenintensität bis auf maximal 45%. Mit der Zeichenintensität. Ich habe hier Zeichenkraft plus 135. Ich weiß jetzt gar nicht, was das bedeutet. Aber naja. Also hier könnte ich anscheinend runter. Aber wo sind wir hier überhaupt? Hier gibt es ein Fragezeichen, hier gibt es eine Höhle. Ich will schon wissen, was am Ende dieser Höhle ist. Ist vielleicht auch irgendwie lebendig. Aha. Ein Haufen Pilze. Ob ich denn die Bewohner hier vorher gefunden hätte? Wenn man ein bisschen genauer sucht. Okay, ein paar Pflanzen. Schöne Höhle. Ein noch angenehmer Abgrund, den man sehr schön überwinden kann. Wenn man. Oh, eine Leiche. Ein Apfel. Na gut. Sonst nichts weiter, nichts weiter. Kommen wir denn hier hin? Die Höhle ist dagegen sehr weitläufig. Und mit dem einen Ende am Wyvernnest kommt natürlich nicht jeder auf die Idee, dass es hier sicher ist. Also zumindest nicht da oben, aber hier unten ist es dagegen doch. Okay, bis auf die Leichen hier. Alle haben sie einen Apfel dabei. Lässt sich doch ein Muster erkennen. Neue Markierung, ein Eingang. Ja, wunderbar. Ein Eingang. Ah, so. Da kommt man natürlich schneller dahin. Sehr schick. So, Plätze. Komm mal ran jetzt. Ich will jetzt querfeld einlatschen. Ich will jetzt wissen, was bei diesem Doof da unten auf uns lauert. Oh, und bevor wir das machen. Ich hoffe, ich kann hier auf dem Pferd reparieren. Oh, geil. Das Silberschwert ist besser als das, was ich jetzt habe. Cool. Was kann das dann jetzt? Irgendwann. Arzt, kritischer Trefferbonus, kritischer Trefferchance. Chance auf Verbrennen plus 10%, kritische